Hallihallo, liebe Leute, willkommen zum fünften Teil des Let's Plays zu Halo Spartan Assault. Jetzt sind wir mittlerweile im fünften Kapitel angelangt und wie immer gibt es zur Einstimmung erstmal das Intro-Filmchen. Spartan Davis opferte sich selbst, um zahllose Leben auf Dreyfus 5 zu retten. Obwohl der Widerstand der Allianz gebrochen war, wollte die UNSC-Führung noch ihren Anführer, Merc Voll, eliminieren. Spartan Palmer kehrte zum Mond zurück, um die Mission zu Ende zu bringen. Alles klar. So, na dann gehen wir mal rein in die erste Mission. Auch wenn die Transportmittel gesichert waren, mussten die Kolonisten noch erfolgreich von Dreyfus 5 evakuiert werden. Der Anführer der Allianztruppen, Merc Voll, befand sich immer noch auf dem Mond X-50, wo er seine verbliebenen Streitkräfte zusammenzog. Wenn die Kolonisten die Flucht von Dreyfus 5 überleben sollten, musste Merc Voll ausgeschaltet werden. Spartan Palmer musste einen Weg finden, um unbemerkt zum Mond zu gelangen. Die Allianz wusste jedoch, dass die Menschen sich des Spirits bemächtigt hatten und würden sehr wahrscheinlich das Feuer eröffnen, wenn eines dieser Schiffe auf dem Mond landen sollte. Palmer vermutete, dass der befehlshabende Offizier der Allianz auf Dreyfus 5, Merc Voll, ein eigenes Schiff besitzen musste. Nach Abschluss der Evakuierung musste Palmer dieses unbedingt finden. Alles klar. So, was haben wir als Ausrüstung? Die zweifache MPs, die Magnum, die aktive Tarnung. Okay, dann spielen wir das mal. So, alles klar. Finden Sie Merc Volls Phantom. Hier sind einige Techniker. Und ich habe hier ein paar Kollegen mit am Start. Alles klar. Setzen wir uns erstmal hier in das Geschütz. Und plätten wir dieses Mal. Alles klar, weiter geht's. Was haben wir hier? Oh, einige Insektoiden. Davon kannst du ausgehen. Alles klar. Okay, hier haben wir noch einige Laserknarren, Alien-Laserknarren, die tauschen mal gegen die Magnum. Und weiter geht's. Feindkontakt. Wo? Wo ist der Feind? Da! Unsichtbare Einheiten. Jawohl. Alles klar. Jetzt gehen wir mal weiter. Wir müssen immer noch Merc Voll finden. Diese unsichtbaren Einheiten sind richtig gefährlich. Nicht nur, weil sie spät zu sehen sind, sondern weil ihre Angriffe mit dem Nahkampfschwert wirklich verheerend sind. Wenige Schläge und schon ist man platt. Oh oh, oh oh, das ist kritisch. Jetzt haben wir nicht nur unsichtbare Einheiten, gegen die wir kämpfen müssen, sondern auch... Jawohl, sondern hier auch noch ein Ghost. Verdammt. Ich kape einfach das Gefährt. Jawohl. Zerstöre damit den Geschütz und das Geschütz um, jawohl. Und kümmere mich damit noch um die weiteren restlichen feindlichen Einheiten. Jawohl. Jetzt noch hier oben den Eliten ausschalten, dem Schuss des Panzers ausweichen und dann um dasselbige und denselbigen kümmern, jawohl. So. Hier noch einige unsichtbare Eliten, das war's. Die Grunts haben gar keine Chance. Und weiter geht's, jawohl. Ah, verdammt. Da komme ich wahrscheinlich nur ohne den Ghost weiter. Ich versuche mich mal hier durchzuquetschen. Ah, verdammt. Dann geht's halt so weiter. Auch kein Problem. Nachdem wir nun diese ganze Reihe von Feinden so eliminiert haben, machen wir einfach hier weiter. Der Geschützturm komplett ausschalten. Ist gar nicht nötig, dass wir es irgendwie später besetzen müssen. Hier nochmal kurz Munition eingesammelt und weiter geht's. Meine Maschinengewehre geben auch langsam den Geist auf. Position gesichert. Und jetzt noch ein paar Alien-Granaten. Und jetzt bin ich mal gespannt. Licht sichern Sie die Landezone des Phantoms. Ja. So. Nichts leichter als das. Die Elite
Die müssen wir immer auf Abstand halten, weil der Nahkampf ist deren Vorteil. Und solange sie nicht in den Nahkampf kommen, ist alles in Ordnung. Eine rote Elite mit dem Laserstrahl. Gefährliche Waffe, deswegen immer versuchen, den schnell auszuschalten. Und die Jungs hier sind fast schon Standard, jawohl. Oh, ein Brute. Verdammte Hacke. Haha, genau auf dem Brute auf. Jawohl. Sehr gefährliche Einheiten. Yes, und die Mission ist erfolgreich bestanden. 63.300. So, reicht das überhaupt für Bronze? Jawohl, alles klar. So, da sind wir nun in der zweiten Mission. Das ist eine recht happige. Zack. Hier bin ich auch schon vorher beim Probedurchlauf gerne öfters mal gestorben. Was sich aber als relativ effizient erwiesen hat, ist diese Position. Ich kann hier immer wieder an diesem Nachladepunkt mein Gewehr aufladen, sodass ich unendlich lang drauf schießen kann. Das hat sich als ganz gut bewährt. Ich werde hier die Reste des Panzers nochmal zerstören. Und dann eine offene Schussbahn haben, sodass, wenn Gegner hier durchbrechen an der Seite, ich sie dann aber immer noch unter Feuer nehmen kann. So, das Schild hier unten stört natürlich. Man kann jetzt zwar wegschießen, aber es taucht dann wieder in ein paar Sekunden auf. Von daher ist das eher Sisyphus-Arbeit. Das kann ich mir eher sparen, nachdem ich den Panzer hier erledigt habe. Nehme ich die Gegner dann einfach weiter oben hier unter Feuer. Noch geht es, noch kommen nur Grunts an, aber jetzt beginnt die Artillerie zu schießen und jetzt langsam kommen die ersten Eliten, die mir das Leben dann auch entsprechend schwer machen wollen. So. Ja, schön immer aufpassen auf die Artillerie. Wirklich lustig ist das nicht. Ein gezielter Schuss und man ist im Jenseits. So, jawohl, die Einheit wollte versucht durchzubrechen, aber rechtzeitig noch gehindert. Schnell zum Nachladepunkt und um die Eliten gekümmert. Jawohl, Nummer 1, Nummer 2. Weiter geht's. Ja, noch sieht's gut aus. 1:57 verbleiben noch. Unten kommen zwei Einheiten an. Nummer 1, Nummer 2. Okay. Wieder eine Elite-Einheit. Gemetzel. So. Und weiter geht's. Jawohl. 79.575. Das sieht schon mal ganz ordentlich aus. Da kann ich mich wirklich nicht beschweren. Jawohl. Die Energie muss ich ein bisschen aufpassen. Die sollte sich am besten gleich wieder aufladen. Jawohl. 1:15 noch. Hervorragend. So. Und jetzt gilt es zu warten und zu schießen. Denn neben den Eliteneinheiten werden jetzt auch noch gleich ein paar Brutes auftauchen, die dann alles andere als leicht zu killen sind. Weil sie schlicht und ergreifend viel aushalten. Gewehrmassaker, jawohl, jawohl. Hervorragend, yes, Overkill, Killer, Gemetzel, Kilimanjaro. So, hier versucht noch eine Einheit durchzubrechen und diese Elite erledigen wir auch. 130.000 Killionär, wieder Killionär. Und da kommen wieder weitere Einheiten an. Jawohl, jawohl. Und eine unsichtbare Nahkampfeinheit. So, die haben auch erledigt. 174.000, es geht immer weiter. 9 Sekunden noch, jawohl. Und ein Brute, der muss unbedingt fallen. Er muss unbedingt. Oh, ich fast erledigt. Jawohl, die beste Nachricht des Tages. Und da warten wir auch nicht lange, sondern steigen direkt an Bord des Phantoms und heben ab. 186.200.
Das war der Wahnsinn. So. Damit habe ich ganz, ganz, ganz dicke Gold erreicht. Jawohl. Dritte Mission. Merkwolds Mondbasis wurde durch Tyran-Flakgeschütze gesichert. Als er hörte, dass Barton Palmer Parkwalls Schiff gestohlen hatte, befahl Merkwall, dass jede Flugeinheit außer den Phantoms befehlshabende Offiziere abgeschossen werden sollte. Palmer steuerte den Phantom sicher durch die Allianzflotte in die Umlaufbahn von X-50 und landete südlich von Merkwalls Lager, außerhalb der Reichweite der Flak. Ihr trojanisches Pferd schien zu funktionieren, aber während sie Merkwall immer näher kam, mussten sie sich durch ein schwer befestigtes Lager seiner erfahrensten Truppen kämpfen. Irgendwie mussten sie davon überzeugen, ihre gesicherten Positionen zu verlassen. Das Fokusgewehr, Sturmgewehr und die aktive Tarnung, alles klar. So, die dritte Mission. Schalten Sie alle Feinde aus, das kann ich erledigen. So. Ab nach oben. Da haben wir schon mal einige dicke rote Punkte, die dann hier erledigt werden müssen. So. Die Laserknarre hat keine Munition mehr. Tauschen einfach gegen die Waffe und weiter geht's. Hier oben steht noch ein herrenloser Panzer. Bei dem kann man sich ja mal kurz mal ausleihen, oder? So, ich erledige noch kurz den Feind hier. Hüpfe in den Panzer. Und mit besten Grüßen. Jawohl. Einfach immer mitten rein. Ja. Jawohl, und weiter geht's. Immer mehr Feinde. Die Suizideinheiten kurz ausgeschaltet. Hier noch. Ein Kanonenschuss rein, alles erledigt, weiter geht's. Ab nach oben, das spawnen noch immer mehr Feinde. Versuchen, den Schüssen auszuweichen, hat hervorragend funktioniert. Und weiter geht's. So. So, jetzt kommen wieder die Feinde aus der Basis heraus. Die sind auch schon wieder erledigt. Und hier oben noch ein paar Runs. So. Erscheint es. Wären alle Feinde hier soweit erledigt und ich versuche mich mit dem Panzer durch die Gegend hier zu quetschen, was leider eher schlecht als recht funktioniert. Und da oben ist wieder ein Feind aufgetaucht. Zack. Okay. Ich schätze mal, der Panzer hat seine Schuldigkeit getan. Größtenteils. Ich schicke da nochmal einen Schuss rüber. Jawohl. Ah, was haben wir denn da? Noch ein paar Freiwillige. Hier haben wir noch ein paar Suizideinheiten. Yes. Gut. Jetzt geht's runter in die Ecke. Diesen Grunt hier mal schnell erledigen, bevor er auf irgendwelche Ideen kommt. Und eine Granate für die beiden Kandidaten. So. Wow. Also bevor mir alles hier noch weiter um die Ohren fliegt, erstmal weiter. Und diese Einheiten können. Das sieht doch schon mal ganz ordentlich aus. Hier läuft wohl noch irgendein Exemplar herum. Gehen wir mal nach links. Ah, da haben wir eine unsichtbare Einheit. Kein Wunder, dass sie auf dem ersten Blick nicht zu erspähen ist. Aber meinem wachsamen Auge entkommt sie nicht. Na, die Suizideinheit ist erledigt. Und wir kümmern uns jetzt um diesen Brute. Jawohl. Nachdem diese auch erledigt worden ist, schnappe ich mir den Panzer und schicke ihm ein paar herzliche Grüße. Jawohl. Hervorragend, Mission erfolgreich. 188.000, das war eine richtig krasse Mission. Und das bedeutet wieder Gold. Yes. 199.000. Höchste Punktzahl bis jetzt. Alles klar. Vierte Mission. Die Kultisten der Allianz hatten sich in einer eisbedeckten Schlucht zwischen Merkwalds Lager und der Blutsväteranlage eingerichtet und damit eine annähernd uneinnehmbare Position eingenommen.
Nachdem Merkwolds Lager neutralisiert worden war, begab sich Spartan Palmer in Richtung der Blutsfilteranlage. Die dort stationierten Allianztruppen gehörten zu Merkwolds treuesten Anhänger. Sie stürzten sich gnadenlos auf sie. Um Woll zu erreichen, musste Palmer sich gegen heftigen Widerstand durchsetzen. Und bevor sie ihn endlich erledigen konnte, musste sie sich erstmal noch um seine Leutnants kümmern. Alles klar. Kümmern wir uns erstmal um die Leutnants. Weiter geht's. Dann fangen wir mal an. Erstmal diese Grunts hier erledigen. Was ja mehr oder minder nur ein bisschen Kanonenfutter ist. Und dennoch haben sie es geschafft, mir mein Schild komplett wegzuschießen. Was aber auch daran liegt, dass ich, weil ich sehr, oder was daran liegt, dass ich sehr unvorsichtig vorgegangen bin. Dieser Ghost würde mich gerne zu Hackfleisch verarbeiten, aber das sehe ich anders. Dann spielen wir ein bisschen Roulette mit ihm und das war's. So, mit diesem Ghost bewaffnet kann ich nun so ziemlich jede Einheit auf die Pelle rücken, selbst den Panzer und im schlicht und ergreifend den Chaos machen. Diese Grunts haben schon mal gar nichts zu melden. Und diese Elite wird jetzt schon mal sehen, was er davon hat. Eliminieren Sie Merkwolds Leutnants. Das kann ich machen. Und natürlich, wenn ich schon dabei bin, den einen oder anderen Ghost. Zack, da versucht er noch zu entkommen. Da ist er schon tot. Ab zu den nächsten Leutnants. Hier noch ein Panzer. Dem räume ich aber nicht viele Chancen ein. Alles klar. Hier noch ein goldener Elite, so, und das war's. So, ein paar Insektoiden von unten, ein Ghost von oben. Das sollte jetzt nicht die allergrößte Bedrohung darstellen. Und das war's. Weiter geht's. Jetzt kümmern wir uns noch um den Ghost hier. Und natürlich auch, wenn wir schon mal Zeit haben, wenn wir schon mal in der Gegend sind, um die Insektoiden hier, die so ein bisschen in der Gegend eher sinnlos und wir herumfliegen. So, da haben wir den nächsten Leutnant. Und wieder erledigt. Das geht hier ratzfatz. Ah. Aber diese Insektoiden haben natürlich wie immer nicht den Hauch einer Chance und mal rüber zu der roten Elite-Einheit und kümmern wir uns, wenn wir schon in der Gegend sind, auch um den Ghost. Den Schüssen gekonnt ausgewichen. Und das Feuer auf die Elite da oben gelenkt. Die Eliteneinheit da oben gelenkt und das war's. So, dieser Ghost ist nun auch zum Abschluss freigegeben. Und ich wandere mal in die untere linke Ecke. Da habe ich nämlich hier noch ein paar Kandidaten gesehen. Wow, schön ausgewichen. Eliteneinheit hier. Wow, der hat mich erwischt. Verdammt. So, jetzt sind wir bei der vierten Mission. Also, gehen wir erstmal weiter rauf. Kümmern wir uns hier um das Kanonenfutter. Jawohl. Und schauen wir mal, ob wir vielleicht da oben sowas wie ein Ghost erspielen können. Jawoll. Ja, ich gebe zu, ich habe Level schon natürlich mal Probe gespielt. Also von daher wusste ich, okay, da steht einer. Aber, mein Gott, Cheaten ist was anderes. So. Da ist auch schon mal der erste General, den ich hier neutralisieren kann. Oder wie ich zu sagen pflege, erledigt. Wow, aber dieser Panzer hat mir eine derbe Breitseite versetzt. Da muss ich in Zukunft ein bisschen aufpassen. Hier noch ein paar Ghosts. So, hier haben wir den ersten Kandidaten. Der fährt gerade ein zweiter rum. Da mein Ghost vieles abbekommen hat, würde ich mir gerne diesen schnappen. Und erfolgreich. Dann zerstöre ich erstmal den hier. Damit kein Feind auf die Idee kommt, den zu besetzen. Und kümmere mich hier um diesen Panzer.
fahre aus seiner Reichweite heraus, so dass er mich schlecht erwischen kann, und erledigt. Außerhalb des Bildschirms, wenn man so will. So, diese Flugeinheiten stellen auch nicht wirklich eine Bedrohung dar. Schnell weg von dem Radius der Granate und auf diese Elite drauf. Yes. Das hat sehr gut funktioniert. Oh, der lebt ja noch. Aber nicht mehr lange. So, diese Insektoiden einfach mal so zwischendurch mit erledigen, während ich versuche hier den Geschützturm, jawohl, zu plätten. Das hat auch hervorragend funktioniert. Und den einen oder anderen Grunt nehme ich natürlich auch noch mit, wenn ich gerade in der Gegend bin. So. Das geht ja hier ratzfatz. Zack. Und noch mehr von denen. Da gibt es ja ein ganzes Rudel, ein ganzes Nest voll dieser Viecher. Hört es auch irgendwann auf, oder was? So. Jetzt geht's hier rüber. Hier ist ein, noch ein General. Aber das war's auch für den. Noch ein paar Ghosts erledigen. Nummer 1. Und Nummer 2. So. Hier noch den Eliten von dem Ghost, der gerade noch sich in letzter Sekunde in Sicherheit bringen konnte. Abballern und wieder ein General erledigt. Dazu noch den Geschützturm. Und auch noch diesen Eliten. Den Ghost hier, der wird wohl keine großen Probleme. Da werde ich wohl keine großen Probleme haben. Und noch diesen Panzer, der mir hier gerade versucht, auf die Pelle zu rücken. Aber ich denke mir einfach nicht mit mir, und schon ist das Problem gelöst. So. Zwar hat mein Ghost nicht mehr allzu viel Energie, aber für die restlichen Einheiten sollte es wohl noch reichen. So, erstmal den Panzer hier wieder aus der entsprechenden Entfernung killen und bei dem Ghost einfach relativ geschickt ausweichen. Schon war es das. Mit Mann und Fahrzeug. So, hier haben wir auch noch einen Brood. Ja, der ist im Nahkampf sehr gefährlich, aber im Fernkampf eher zu belächeln. So, die Einheiten haben wir auch ausgeschaltet. Und diesen Kandidaten hier versuche ich so zwischen die Barrikaden irgendwie so zu erwischen. Er ist aber nochmal rechtzeitig abgehauen. Alles klar. Dann fahren wir einfach hier oben lang. Ah, ich versuche ihn hier noch zu killen, aber das gelingt mir nicht ganz recht. Mein Ghost ist auch kurz vor der Explosion, also wird es auch langsam Zeit, aus dem Gefährt dann auch auszusteigen. Hier kümmere ich mich dann halt direkt zu Fuß um die Herrschaften. Ja. Das war's mit den beiden, und dann schauen wir mal, ob wir hier drüben noch ein paar Freiwillige finden. Hier noch das Lasergewehr eingesammelt. Oh. Ein Geschützturm, welches ich am besten natürlich mit den Granaten erledige. Aber direkt zwei Generäle auf einmal. Und ein Ghost. Einer ist weg. Und den anderen versuche ich aus der Distanz zu killen. Ne? Nochmal Granaten einsammeln. Ah, der kommt mir nach. Das ist gut. So, erledigt. Alle 6 Leutnants erledigt, und das war's. 256.450 Punkte. Ich würde sagen, Mission erfolgreich bestanden. Und wieder Gold. Na, alles klar. So, jetzt. Jetzt die letzte Mission des 5. Kapitels. Merkwoll war davon überzeugt, dass er von seinen Göttern auserwählt worden war, die Macht der Blutsveteranlage einzusetzen. Er versuchte alles, um ihre Geheimnisse zu lüften, und war so in der Lage, die Notverteidigungsmechanismen zu aktivieren. Mit diesem todbringenden System unter seiner Kontrolle war Woll extrem gefährlich geworden. Palmer hatte es seit ihrer Landung auf dem Mond nicht geschafft, Spartan Davis zu kontaktieren. Sie bereitete sich daher darauf vor, Woll alleine anzugreifen. Es war nicht schwer, seine exakte Position herauszufinden. Ein von toten UNSC-Soldaten gesäumter Weg am Fuße der Blutsfeteranlage führte zu ihm. Es blieb nur noch ein einzelner Spartan übrig, um den Kampf zu Ende zu bringen oder zu Ende zu führen. So,
Primärwaffe, zweifach im Peace und die Sekundärwaffe, das Brutgewehr. Jawohl. Jetzt geht's ab. Letzte Mission des fünften Kapitels. Kampf mit Merkwoll. Alles oder nichts. So, die zweifach im Peace machen ihren Job. Und ich habe schon jetzt kaum mehr Schild über. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Jawohl. Da ist das Schild wieder aufgeladen und jetzt kann ich wieder in die Offensive gehen. Die Einheit erledigt. Ein paar Granaten einsetzen. Um schlicht und ergreifend die Übermacht an Gegnern zu dezimieren. So, das Lasergewehr hatte keine Munition mehr, deswegen kommt wieder die gute alte Doppel-MP zum Einsatz. So. Und nachdem jetzt auch so ziemlich alle Waffen, die hier waren, leer oder fast leer sind, wechsle ich zur Nagelpistole. So. Und das war es jetzt erstmal. Hier haben wir noch die Shotgun. Und dann... Bam! Welche eine sehr durchschlagende Waffe gerade auf naher Entfernung ist. Alles klar. Diese Geschütztürme sind etwas problematisch, aber ich lasse sie vielleicht noch am Leben. Sie können mir noch nützlich sein, gerade bei gegnerischen Einheiten. Jawohl. Den einen oder anderen Eliten muss ich hier wohl noch erledigen. So. Schalten Sie den Schild des Kultführers aus. Oh, ein Schuss von ihm und mein Schild hat sich verabschiedet. Von daher, vorsichtig sein, vorsichtig, vorsichtig. Wow. Sehr gefährlich, Merkwoll. Muss ich schon vorsichtig vorgehen. Verdammt, der Granate vom Kopf geworfen. Und es laufen wieder ein paar feindliche Einheiten durch die Gegend. Ich kümmere mich erstmal um die, um mir ein wenig Ruhe zu verschaffen. Und jetzt muss ich dringendst mir Zeit verschaffen, um meine Energie wieder aufzuladen. Jawohl, geschafft. Und jawohl. Jetzt wieder ab in Sicherheit. Ein paar Sekunden warten. Den Gegner unter Druck setzen, jawohl. Und ab zu Merkwoll. Da ist er. Da ist dieser Merkwoll. So. Weiter unter Druck setzen, weiter unter Druck setzen und nicht zu nahe kommen. Das wird nur gefährlich. Schnell auf das Blutgewehr wechseln. Jawohl. Und weiter Merkwoll unter Druck setzen. Jawohl. Schnell, 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 schnell. Jawohl. Weiter, 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 während der Aufladephase unter Druck setzen. Verdammt, das hat nicht so gut funktioniert. Hat sich wieder komplett aufgeladen. Die Gegner hier unten haben mich aber auch stark unter Druck gesetzt. Und jetzt habe ich auch schon wieder kaum Energie. Also wieder warten, Energie aufladen. Und einen nächsten Vorstoß wagen. So. Diesen Gegner jetzt ausgeschaltet. Jetzt wieder nachladen. Shotgun schnappen. Drei Schuss, aber drei starke Schuss sind besser als keiner. Jawohl. Jawohl.
Jawohl. Und jetzt ist er erledigt. Exekutieren Sie den Kultführer, aber mit Vergnügen. Und Mission erfolgreich. Yes. 33.000 Punkte. Gibt es vielleicht noch ein paar Boni dazu? Sonst bleibt es wahrscheinlich, ja, bei Bronze. Alles klar. Nachdem sie Merc Vol eliminiert und Spartan Davis gerecht hatte, konnte Spartan Palmer das Blutsvätergerät zerstören und diese Gefahr für alle Zeiten bannen. Gut gemacht, Spartan. Sie haben die gesamten Aufzeichnungen der Schlacht von Dreyfus 5 abgeschlossen. Das war's. Die Geschichtsstunde ist vorbei. Gehen und trainieren Sie in den Kriegsspielen mit den anderen Spartans. Bis bald. Ach, ich habe Merc Vol getötet und das war's? Ist das die offizielle Version? Sie sollten mal sehen, was dann geschah. Alles klar. Das war der fünfte Kapitel. Das fünfte Kapitel. Und jetzt haben wir hier das sechste. Aber dazu kommen wir dann im nächsten Teil. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.